Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf YouTube. Wie versprochen, das erste Unboxing-Video. Wir haben als erstes hier den iCore 7 7700K mit einem LG 1151 Sockel. Und ja, wir machen mal ganz brutal auf. Gucken mal, hier ist das Siegel. Das heißt, der war auf jeden Fall auch noch zu. Ach ja, mein Assistent reicht mir mal ein Messer. Damit ist das Siegel auf. Und wir schauen mal rein, was sich in dem Karton verbirgt. Ich glaube, das wird nicht allzu spektakulär werden. Ja, wie man sieht, haben wir den CPU und wir haben noch so ein Garantieheftchen. Das ist auch versiegelt. Wahnsinn. Selbst die Garantie hat Garantie. Ja, alles hat Garantie hier. So, ich glaube, das ist irgendwie auch für niemanden wirklich interessant. Und ja, die CPU ist gut verpackt, lag so mittig im Karton drinne und wir können die hier hinten irgendwie mit dicken Fingern rausziehen. Genau, dann machen wir noch die Kappe auf und es geht nicht die Elektronen an, hinten die Platten anfassen. genau, wir versuchen hinten nicht ich halte es mal noch ein bisschen näher rein, die Elektronen anzufassen. Einen kleinen Kontakt, der Genau, weil die dann korrodieren können im Zweifel. Und hier vorne haben wir den Headspread, ist richtig, ne? der Hitzbrüder. Genau. Und das ist das Teil, was wir nachher auch noch ablösen wollen, um die darunter liegende Wärmeleitpaste, die ja eher ja, deckt bzw. versiegelt als leitet, weil sie wohl von Intel nicht die beste ausgewählt Ja, wird. das ist, da Ja. wird wieder gespart am Da falschen Ende. wird gespart, ja. Bei einer 400 € CPU wird da gespart, okay. Und dann lösen wir das ab, machen neue Wärmeleitpaste drunter, weil der eigentliche CPU befindet sich unter diesem Metallschutzmantel, ja, Genau. nenne ich es mal so. Und genau, das war's schon. Viel mehr haben wir im Karton nicht drin. Wir haben gesehen, so ein bisschen Krams und den CPU und dann gehen wir über zum nächsten Teil.